Okay, was ganz normal ist, also so eine Betonplatte, einfach. Oh, was? So ein Rohr? Oh mein Gott! Wo ist da das Ende? Oh, Leute, ich wollte schon immer mal auf Eis laufen und das sieht halt wirklich auch irgendwie ganz schön gefährlich aus, ne? Oh mein Gott, er geht einfach im Kreis. Was geht ab, Leute, und willkommen zu dem befriedigendsten Video Part 2. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, müsst ihr den unbedingt auschecken, Leute. Dieses Video müsst ihr unbedingt vorm Schlafengehen angucken, weil das sind die befriedigendsten Clips der Welt, Freunde. Haut auf jeden Fall auf den Like und auf den Abo-Button, wenn ihr davon mehr sehen wollt, Freunde. Was ist denn das für ein Gemüse, Alter? Ist das Zucchini oder was? Macht er da so Zucchini-Nudeln oder? Keine Ahnung, sieht auf jeden Fall richtig, richtig angenehm aus, aber scheint auch die gesundesten Nudeln der Welt zu sein. Was? Der spielt Ping-Pong mit einer Seifenblase. Das ist illegal. Oh, Hula-Hoop-Reifen werden quasi so hergestellt, Leute, also so das Grundgerüst. Aber ich finde, rückwärts sieht das Ganze nochmal viel, viel besser aus. Warte mal, sind das Teeblüten? Also so Teeblumen, wo man quasi das Oberste abmacht und dann hat man quasi daraus Tee. Oha. Leute, mit dem Ding kriegt man ja richtig viel davon weg. Oh, so machen sie also die ganzen Menüs und Flyer und diese Zeitschriften. Oh, und dann können die quasi alles durchschneiden. Oh mein Gott, Alter. Die machen wirklich so viel Arbeit, damit Werbung, die zu mir kommt, wieder in der Mülltonne landet. Wolltet ihr eigentlich schon immer mal sehen, wie das so aussieht, wenn man für irgendwie 20 Personen Rührei macht? Ja, der hat quasi so einen Schlauch, da kommt einfach Ei raus. Wenn der Abfluss mal wieder nicht richtig will, Leute, einfach so eine, keine Ahnung, so einen komischen Mix kann man auch irgendwo anders kaufen. Dann macht man zwei rauf und dann zoom, geht das perfekt da rein, Alter. Oha, Alter, der ganze Truck ist einfach voll mit Äpfeln und so sieht das aus, wenn alle hintereinander rauffallen, ne? Und jetzt kann man so überlegen, okay, daher kommen also die ganzen Dellen aus den Äpfeln. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die es schaffen, dass Fleisch so perfekt geschnitten ist, also von der Dicke. Und ja, damit ist meine Frage, glaube ich, auch beantwortet und mein Gehirn auch stimuliert. In so einem Video darf das halt einfach nicht fehlen, die ganzen Leute, die quasi so töpfern und der malt das dabei an. Und es sieht so perfekt aus, wie der das so anmalt. Oh mein Gott, Leute, das ist ja richtig Hypnose. Leute, wir haben mir einfach ungelogen die beste Wassermelone, die ihr jemals sehen werdet. Guckt euch das mal an, Alter. Das ist quasi, ja, perfekte Dekoration aus einer Wassermelone. Damit kann man gefühlt auch eine Lampe machen. Wow. Heftig aus. Oh, guck mal. Die Person hat einfach da so ein Liebesschild hingemalt. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Hä? Wow. Oh, kann ich die Seife benutzen und zup, 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 zup. Und schon ist das ganze Muster weg. Als ob diese Person einfach aus einem Ei sowas gemacht hat. Die quasi einfach nur die Haut abgekratzt und hat das Bild daraus gemacht. Jo, und jetzt wird das Ei quasi auch noch so entleert. Und dann wird's, oh mein Gott. Das ist so eine umgekehrte Zeichnung dann quasi. Einfach da rausgeschnitzt aus einem Ei, Leute. Ey, als wäre das noch nicht genug, macht er daraus einfach eine Eilampe. Habt ihr schon mal so einen perfekten Sandblock gesehen und oh. Er schneidet jetzt den ganzen Sandblock perfekt und jedes Stück ist gleich groß und fällt auch perfekt hin. Oh, Leute. Obwohl, das ist ein bisschen zu dick. Nein, die werden immer dicker. Er hat seinen Flow verloren. Hydraulikpress-Videos haben wir uns ja schon ganz schön viel angeguckt, aber das sieht so aus, als würde das irgendwie so total pixeliert sein. Mamma mia. Und dann wird das auch noch weggehauen. Ich glaub's ja nicht, aber warum sieht das so angenehm aus? Wow, was macht sie da, Alter? Ich glaube, Leute, sie kämmt da gerade Haare. Aber es sieht halt übertrieben angenehm aus. Oh, das sind da so goldene Nudeln und die kommen da alle perfekt raus und nicht nochmal, oder? Oh, das sieht. Oh, ich würde die am liebsten einfach irgendwie anfassen, Alter. Oh, komm, pack das Puzzle rein. Oh. Das ist wirklich einfach, als wär's magnetisch gewesen, Leute. Hab du. Jeder von euch kennt eine Person, die blaue Haare hat, aber die hat einfach so Regenbogenhaare, die zu Strähnen, die dann von oben rot und runter auf grün gehen. Oh. Oh, guckt euch mal das Eis an, Alter, wie das perfekt da runterfällt, ne? Aber ich frag mich, warum das da so runterrutscht. Ist es gerade aufgetaut oder? Sieht auf jeden Fall, Leute, es sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Ey, die brauche ich zu Hause, dass sie mein Bett macht. Oder Tischdecke. Alter, guckt euch das mal an, Mann. Ey, der Typ, ne?
Parking Skills 10 von 10. Mit dem Auto von Mr. Bean. Benutzt eigentlich noch irgendwer diese Teile? Das sind so diese Handwärmer, dass man quasi so einen Chip drin benutzt und dann wird das quasi richtig heiß. Also so eine kleine Mikrowelle für die Hand. Ja, und das sieht auch noch richtig geil aus. Das wird halt so hart. Und ich glaube, wenn man es wieder irgendwie ankocht oder so, dann wird es auch wieder normal. Ey, Lava ist halt wirklich so satisfying, Leute. Na, ich würde es gerne anfassen, aber ich darf es nicht. Ist ein paar tausend Grad zu heiß. Aber ich würde es gerne tun. Ich schwör's euch. Habt ihr schon mal so einen perfekten Schneeball gesehen? Alter, kommt der aus einer Schneeballmaschine oder was? Das ist eine Eisballpresse. Ja, habe ich auch noch nie von gehört. Aber guckt euch das mal an. Da wird das Eis erstmal so gepresst und ja, da geht auf jeden Fall gute Flüssigkeit raus. Aber Leute, daraus soll dann anscheinend auch irgendwie ein Ball werden. Und ich bin mal gespannt. Und jetzt geht's hoch und... Oh! Wow! Oh mein Gott, das ist ein perfekter Eisball, Alter. Wie ist das bitteschön möglich? Also der Schnee hatte echt keinen Bock auf den Bodenschnee, ne? Der dachte sich so, ey, ich bin Mauerschnee, du bist Bodenschnee. Wir bleiben nicht zusammen. Habt ihr schon mal so perfekte Kunst gesehen, Leute, mit einer Wassermelone? Ey, der hat hier erstmal so ein bisschen die Haut abgeschnitten. Ist jetzt hier bei dem Weißen, was wir alle nicht mögen, wo wir aufhören zu essen? Es gibt natürlich ein, zwei Freaks da draußen, die das gerne essen. Es gibt bestimmt auch ganz, ganz viele, die auch noch Wassermelonschale gerne essen. Aber ich bleib dann eher beim Roten. Auch ohne Kerne. Habe auch welche gesehen, die essen gerne Kerne. Aber Leute, das ist richtig verrückt. Und hier sind sogar richtig leckere Süßigkeiten, die ich am liebsten mal gerade essen würde, ne? Ja, aha. Komm, gib mir ein bisschen was ab. Und, oh. Ich kann nicht einschätzen, ob die hart sind oder ob die weich sind. Und ich glaube, die sind weich, ja, weil sie gerade zerdrückt. Sind die auf jeden Fall weich. Dieses Mädchen hier macht einmal perfekte kleine McDonald's Frittentüten. Ja, mit Knete, Leute. Die hat quasi so ihre eigene Form. Und dann baut sie daraus quasi so kleine McDonald's-Tüten. Und ich finde, die Dinger sehen halt eigentlich ganz cool aus. So kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen als Souvenir oder sowas. Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie man perfekt 3D malen kann? Ja, Leute, so funktioniert es einfach mit so einer Spachtel-Dingens daran. Und schon hat man 3D gemalt. Und so funktionieren natürlich dann auch andere Sachen, ne? Da kannst du quasi einfach so Knete ranhauen. Und dann hast du einen perfekten Baum gemacht, Leute. Es war so klar. Es war so klar, dass ich nicht verschont werde, Leute, von den Seifen. Oh, guck mal, das meine ich mit diesen Würfeldingern. Die sind wirklich so perfekt. Als hätte man... Ich verstehe auch nicht, wie man diese Würfel so perfekt machen kann, ne? Oh, das kann ich mir echt den ganzen Tag angucken. Yo, was denn? Hä? Ach, mit so einem Zahnstocher macht sie da die perfekten Symbole rein. Sind das Brötchen? Oder soll das werden Cupcakes? Mit einer Oh, wie goldig die auf einmal aussehen. Und jetzt beiß rein. Komm, beiß rein. Los. Er beißt nicht rein, Leute. Er beißt einfach nicht rein. Oh, immer werden diese Seifenteile so zerdrückt, ne? Das kann ich mir auch so lange angucken. Guck mal, wie richtig kleine Teile, ne? Sind so... Sind das Seifenchips? Und jetzt hier auch die Seife wird so perfekt. Oh mein Gott, schon wieder Seifen im Start, Leute. Nee, ohne Spaß. Das ist mir wirklich zu viel, Leute. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von solchen befriedigenden Clips und allgemein noch einen dritten Part sehen wollt, Leute, dann verprügelt auf jeden Fall den Like-Button, haut auf jeden Fall auch auf den Abo-Button und drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst, Freunde. Hier kommt jetzt noch zu einem anderen Video. Ich würde, wenn ich du wäre, auf jeden Fall draufklicken. Hier, ich mach's auch schon. Also, mach du auch, denn du hast nur ein paar Sekunden Zeit. Ich will dich ja nicht hetzen oder so, aber mach schon. Klick drauf und ab zum Video.